zwei gern verglichene Handys, das Apple iPhone 12 und das Huawei Mate 40. Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Geräten. Design. Bei der Kategorie Design ist das iPhone 12 mit 85/83 Punkten sehr knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 24 Gramm leichter, 1,4 mm dünner, 1 mm schmaler, 11,9 mm kürzer und 23% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das iPhone 12 eindeutig mit 78/60 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 14,4% höhere Pixeldichte, 15,4% höhere Auflösung, besitzt bruch- und kratzfestes Glas und Bildschirm ist immer an. Das Mate 40 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 6,6% größere Bildschirmgröße und hat ein gekrümmtes Display. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das Mate 40 deutlich mit 76/69 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 4 GB mehr Arbeitsspeicher, hat einen externen Speichereinschub, 2 mehr CPU-Threads, hat AES und unterstützt Hardware-Virtualisierung. Das iPhone 12 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: hat Grafik integriert, hat NX-Bit und nutzt HMP. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das iPhone 12 eindeutig mit 86/73 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 15,8% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen Blitz mit Dual-LEDs, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Es hat einen manuellen Fokus. Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, 3 mehr Blitz-LEDs und 8,3% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das Mate 40 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 3,1-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 8,3% mehr Megapixel der Frontkamera, hat Laser-Autofokus, hat ein Markenobjektiv und 1-fach größerer Zoombereich. Audio. Bei der Kategorie Audio gewinnt das iPhone 12 deutlich mit 33/25 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher und ein Mikrofon mehr. Das Mate 40 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: hat einen 3,5 mm Klinkenstecker. Akku. Bei der Kategorie Akku ist das iPhone 12 mit 78/64 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: kann kabellos aufgeladen werden. Das Mate 40 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 49% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Mate 40 eindeutig mit 93/79 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: hat einen Fingerabdruckscanner, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, unterstützt 2 SIM-Karten, ist ein Mehrbenutzersystem, 1,1 aktuellere USB-Version, bietet Offline-Spracherkennung, ist kostenlos und Open Source, unterstützt Java, hat Typ-C USB-Anschluss, hat einen Infrarotsensor und 69 mehr Sprachen unterstützt. Das iPhone 12 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 396 mehr Smiley-Icons verfügbar, hat einen Barometer und hat AirPlay. Ergebnis. Das Apple iPhone 12 liegt in der Gesamtwertung mit 75 deutlich vor dem Huawei Mate 40 mit 68 Punkten.
Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Handys unter dem Video verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.